ein bisschen unfair. Das muss wirklich nicht sein. Und ich sag's nochmal, die Regie hier kann das steuern. Das tut sie nicht, denn Teddy Tamgo ist gerade gesprungen im Dreisprung. Da läuft Silke Spiegelburg an. Also, das geht einfach nicht. Und der ist klasse gesprungen, gar keine Frage. Donato vorhin 17,70 Meter. Neuer italienischer Rekord. Und was hat Teddy Tamgo jetzt noch zu bieten? 17,91 ist der Weltrekord. Ist er über 18 Meter gesprungen? 17,92! Weltrekord! Weltrekord von Teddy Tamgo. Ja, gibt's denn das? Das war Maßarbeit des Franzosen. Gut, dass wir dabei geblieben sind. Und ich bleib dabei. Es musste nicht sein, man hätte beiden die Bühne bieten können. Die Franzosen sind natürlich aus dem Häuschen. Aber es tut mir ein bisschen leid um die Stabhochspringerinnen, die jetzt ein bisschen untergingen. Aber der Wettkampf, der ist noch nicht vorbei. Oprea, Donato, wir sind ja erst im zweiten Durchgang, liebe Leute. Und er wiegelt auch ab. Abwarten. Und ich weiß noch, wie Jonathan Edwards gestern noch gesagt hat, der spielt hier mit dem Feuer. Das muss doch nicht sein, dass er Weitsprung macht. Da war er Vierter, hat keine Medaille gewonnen.